Moin Leute, herzlich willkommen zu der neuen Folge von Forza Horizon 5. Meine Damen und Herren, am heutigen Tag gibt es ein kleines Lenkrad-Special und über die Sprungschanze. Nicht ins Haus, nicht ins Haus, nicht ins Haus! 2,95, neue persönliche Bestleistung, 3 Sterne, jawohl, so muss das sein. Leute, warum fährt Paletto jetzt plötzlich mit dem Lenkrad? Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und vor allen Dingen, warum fahre ich nicht die ganze Zeit mit dem Lenkrad? Mir hat Forza Horizon 4 mit Lenkrad nicht so viel Spaß gemacht. Also ich konnte damit nicht so richtig fahren. Also das ist ja manchmal schon mit dem Controller grenzwertig bei mir. Aber, oh, ja gut, ja, jetzt wissen wir vielleicht auch warum. Oh, wisst ihr, was wir mal machen können? Das haben wir die letzten Tage vergessen. Wir hatten doch noch so ein übertrieben geiles Auto gewonnen. Und zwar auch so ein ganz feines Ding, der Pagani. 2,1 Millionen kostet der. Ich steig mal ein. Ich glaube, man weiß schon, wenn 4 Auspuffrohre da hinten rausgucken, und zwar so direkt nebeneinander, dann weiß man, das Auto ist böse. Der ist echt geil. Okay. Wir geben mal ein bisschen. Wir geben noch nicht Vollgas. Das kann man. Das ist das Geile hier. Nur so ein bisschen Gas. Wir halten uns an die Verkehrsbeschränkung hier. Ja, aber es spuckt noch kein Feuer. Was denn da los? Oh, ja, da kommt doch was. So, wir müssten mal vielleicht. Oh, der lässt sich aber. Oh, nee. Oh, Scheiße. Ach. Ich habe einen Führerschein, Leute. Ich habe wirklich einen. Oh, ja. Der fährt sich aber. Der fährt sich wirklich gut. Guck mal hier, wie ich um die Kurven tänzeln. Ja, ha, so sieht das nämlich aus. Ich zögel den Wagen hier rum. Ach ja, alles gut. So, was haben wir denn an Aufgaben? Kurz ein bisschen ablenken. Oh, wir brauchen nur noch 700 Auszeichnungspunkte. Dann können wir direkt neues Abenteuer freischalten. Ich werde jetzt aber mal... Nee, ich will nicht Auto wechseln. Ich würde den ganz gern tunen. Also wie gesagt, das ist jetzt heute hier so eine kleine Special-Folge in Sachen Lenkrad. Aber ich komme damit einfach nicht so richtig zurecht. Und ich möchte ja Spaß haben. So, was haben wir denn hier? X-Speed Handling. Oh, guck mal hier. Sesto Killer. Also hier, damit meinen die den Lambo. Das würde ich jetzt aber gerne mal ausprobieren. Wenn der hier krasser ist als der Lambo, das würde mich überraschen. Wir werden es herausfinden. Ich meine, ich hätte nichts dagegen. Weil wenn sich das rumspricht, dann wird unser Auto ganz schnell wesentlich mehr wert. Designs und Lackierungen. Ich finde ja das Grün wieder geil, ne? Alter, das sieht... Der hat ja 6 verschiedene Farben. Sieht zwar ein bisschen aus wie so ein Kaugummi, wo man irgendwie so 5 Hubba Bubba... Gibt's noch Hubba Bubba, Alter? Kennt ihr das noch? Junge, der sieht wirklich einfach aus wie ein freaking Kaugummi. Oh Mann, ich weiß jetzt schon wieder, dass ihr drüber lästert. Scheiß Designs. Egal. So, wir verdienen uns jetzt mal ein paar Punkte. Ich gucke jetzt mal... Oh, der geht aber gut. Wir suchen uns mal irgendein Rennen, wo wir das mal... Oh, sorry. Alles klar, wo wir jetzt mal den Wagen ausprobieren können. Das ist jetzt richtig hier das Feeling. Als würde ich direkt im Auto drin sitzen, Leute. Guck mal, gar nicht schlecht hier. Komm doch vor, Blackie. Oh Gott. Entschuldigung. Na, jetzt ist meine Scheibe kaputt. Ja, toll, jetzt ist der Regen und ich sehe nichts. Ich suche mir jetzt mal hier was aus. Aber was ich noch nicht hatte. Hier unten. Da fahren wir jetzt mal kurz runter. Ich habe mal kurz in der Werkstatt meines Vertrauens angerufen. Frontscheibe konnte jetzt für 40.000 Euro repariert werden. So, jetzt beschleunigen wir mal richtig schön. Kann man der Scheibenwischer, der bringt doch eh nichts, Alter. Das ist so ein lödes Ding. Oh ja, jetzt kriegen wir richtig Speed. 3,50. Oh, let's go. Guck mal, ich brauche einfach nur Geschwindigkeiten. Das ist das Ding. Oh nee, oh Gott, bitte nicht, bestimmt. Ich bin noch da. Also jetzt weiß vielleicht auch der ein oder andere, warum ich keinen Lamborghini im Real Life fahre. Hier muss ich runter. Oh. Aua. Ich bin da. So. Wie der aussieht. Jetzt sagt wieder der eine oder andere. Ist egal, wie man aussieht. Wichtig ist, was drinsteckt. Nicht nur bei Autos, sondern auch bei Menschen. Nicht immer nur auf die Äußerlichkeiten. So, wir haben ja nämlich ein paar krasse Autos, gegen die wir hier fahren. Aber Paletto, der kommt hier trotzdem nach vorne. 5. Platz. Guckt euch das an. Er kann doch was. Oh, das war knapp. Boah, Alter, man muss hier echt kämpfen. Hier ist nicht irgendwie mal ganz kurz nach links und rechts lenken, sondern man muss hier auch ausgleichen. Oh ja, das war mein Heck. Ah, nein. Ja, leichtes Untersteuern. Aber wir sind noch da. Ja, da habe ich, glaube ich... Nee, ich habe es nicht verpasst. Geiles Ding. Alles gut, ich bin auch da. Ich musste kurz ein bisschen vom Gas, um dann hier auch richtig reinzukommen. Und jetzt raus. Ah, da ist natürlich der Bugatti.
Der ist ja nochmal eine andere Nummer. Und da vorne ist auch ein Lambo. Ich glaube, es ist ein Aventador. Stechen wir aber jetzt einfach mal rein. Ah, das hat nicht so viel gebracht. Oh ja, der Lambo. Kleiner Fehler. Komme ich aus seinem Windschatten. Oh, schön vorbei. Ja, aber er bleibt dran. Er bleibt dran. Da verlieren wir hier ganz kurz die Balance. Ah, da kommen wir nicht aus dem Quark. Okay, das ist auf jeden Fall mehr so deren Milieu, habe ich das Gefühl. Da ballern wir schön in ihn rein. Jetzt hier, die Kurve, wenn wir die gut kriegen. Oh ja, da gehen sie vom Gas. Wir können draufbleiben, ziehen schön an beiden vorbei. Wichtig und richtig. Ja, schön runterbremsen. Da glühen die Bremsscheiben. Der hat doch bestimmt auch eine Keramikbremse, oder? Was ist die beste Bremsenart, die es so gibt? Was benutzt denn die Formel 1? Bestimmt auch Keramikbremsen oder so. Es ist wirklich ein bisschen anstrengend, weil man hier echt teilweise ganz gut kurbeln muss. Aber es läuft. Das ist schon die dritte von drei Runden hier. Oh ja. Oh, einhändig, Leute. Einhändig. Wie so ein einhändiger Bandit. Boom, Alter. Seid mal kurz leise. Mach mal dein Auto aus, Alter. Danke. Junge, direkt in der Sekunde, wo ich was gesagt habe, hat es plötzlich aufgehört. Ja, wunderbar, so muss das sein. Paletto, die alte Autoritätsperson. So, Scheunfund. Ah ja, warte, da müssen wir sowieso... Ich will sowieso kurz mal... Wir haben nämlich wieder so 8 Fertigkeitspunkte. Ihr wisst, was das heißt. Das bedeutet, wir müssen einmal zur Automesse und unseren guten Freund Willi abholen. Guck mal, ganz ehrlich, wenn das nicht ein Zeichen ist, Bauer Willi, der Wagen heißt auch Willi, das kann einfach meiner Meinung nach kein Zufall sein. Und wir werden jetzt hier... Ja, ich kaufe ihn für 40.000. Eine Investition in die Zukunft. Da steht sogar Free Super Wheelspin drauf. Zack, zack. So, jetzt heißt es Daumen drücken. Komm, bitte. Ja, wir haben trotzdem Plus gemacht, aber da waren gerade 250.000 Ditcher, Alter. Das wäre halt schon geil. Oh, haben wir aber... Ja, wir haben jetzt insgesamt die Millionen geknackt. Ja, geiles Ding. Trotzdem gucken wir uns jetzt mal diesen Scheunenfund an. So, was würde denn noch der... 1,8. Der würde immer noch 31 Millionen kosten. So, aber wir haben jetzt den 4L... Ich habe Bilder davon gesehen. Heutzutage sieht man sie nicht oft, aber früher waren sie überall. Ja. Sie wurden sogar als Ambulanzias genutzt. Ja, gut. Ist jetzt nichts, was mich vom Hocker haut, wenn ich ehrlich sein soll. Der Colossus, der Gauntlet, Finale Querfeld 1. Ja, ich mach dann der Juggernaut. Ach, da vorne. Ja, warte mal, hier habe ich hier kein Haus? Nee. Warum habe ich da kein Haus? Ja, ich fahre jetzt hier den Berg hoch. Also ich fahre uns da jetzt nicht einmal um Pudding. 11 Kilometer. Oh, guck mal, jetzt sind es nämlich nur noch 4 Kilometer, Alter. Eben stand da 12. Aber Paletto kennt Abkürzung. Ich muss jetzt nur hier irgendwie hochkommen. Komm, bitte enttäusch mich jetzt nicht. Ich weiß, du bist kein Offroad-Auto. Jawohl, das schafft er. Weiter, 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 weiter. So, wo ist denn jetzt der Yoga-Nut? Du hast dein Ziel erreicht. Ja, aber ich sehe hier nichts von Yoga-Nut. So, ich stehe doch direkt drauf auf dem Yoga-Nut. Oder wollt ihr mich verkackeiern? Weil normalerweise müsste man mir das doch hier angeboten werden, oder nicht? Ah, warte mal, der Juggernaut ist der wegbereiter Starttor. Der ist das. Warte, hier. Ja, tatsächlich. So, warte mal, wo müssen wir hin? Da hinten. 9,9 Kilometer. Okay, einfach nur runter. Ich muss einfach nur runter hier. Warte mal, ich werde mir den als Zielpunkt setzen. Da, hier hinten ist das. So. Oh, nö. Wird schon gut. Aua. Und weiter runter. Oh, nein. Au. Entschuldigung. Ich muss hier einmal den Berg runter. Einfach nur. Ah, nicht da wieder gegen so einen blöden Baum. Ja, die sind aber auch. Oh, nein. Als ob, Junge, das haben wir gut gemacht. So, komm. Durch die Nacht, durch die Prärie. Nee, Haus. Entschuldigung. Ja, aber ich meine, wir fahren jetzt hier schön mit 250 km/h querfeld ein. Ich glaube, das ist eine ganz gute Strategie. Oh, nee. Oh, Haus. Nichts passiert. Alles gut. Wir sind noch im Rennen. Aua. Oh, Alter. Was für ein Move. Habt ihr das gesehen? Junge, das sah schon ganz geil aus. Okay, es sind immer noch 5 Kilometer. Wir haben... Es sind noch über 2 Minuten. Und wenn wir hier... gut durchkommen. Tut mir leid, Bauer Willi, den Mais, den zahle ich dir und die Avocados. Oh nee, da kommt Maya-Tempel. Ach komm, warum steht denn jetzt hier so ein blöder Maya-Tempel? Bau die doch woanders hin. Nein, jetzt bin ich hier irgendwo in so einer Maya-Ruine oder was? Okay, hier einmal durch.
Oh, die Zeit, die zerrinnt unter, die zerläuft unter unseren Fingern. Ey, dieser Dschungel ist auch so dicht. Okay, jetzt sind wir wirklich im Dschungel. Ah, alles klar. Ja, nee. Ich muss hier rüber. Hoppa! Komm. Oh, was für ein Glück. Okay, warte. Jetzt irgendwie da rein in den Maya-Tempel. Ja. Da vorne. 26 Sekunden. Einmal hoch hier. Du hast dein Ziel erreicht. Oh. Wow, den Wegbereiter hast du mit Bravour abgeschlossen. Das war unglaublich. Ich nimm dir eine Sekunde, um das zu würdigen. Ein Stern? Wegbereiter, Starttor, eine Sekunde, 30 Sekunden, 10 Sekunden. Hä? Aber nun gut, Leute, das war's mit dieser kleinen Lenkrad-Session. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne auch in die Videobeschreibung für Mini-Paluten und vieles mehr. Wie gesagt, der Hoodie ist ja jetzt auch bald am Start. Ja, einfach danke fürs Zuschauen, Leute. Habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschüss.